So, und da sind wir auch schon wieder. Zur nächsten Folge, zur dritten Folge. Let's Play Minecraft mit Tiny. Tiny. Richtig. Ganz genau. Richtig. Da, wenn ich durch nicht, hat unsere Szene Erdeputte gemacht. Ja, in der letzten Folge hat er einen Creeper während Nacht schlafender Zeit hier uns ein Riesenloch reingehauen. Und da unten steht noch so ein böser Creeper. Wir sollten vielleicht mal zurückgehen in die Höhle, in der wir vorhin das Eisen gesehen haben. Erinnerst du dich? Ja. Hey, da ist ja Kohle. Na, jetzt werde ich langsam alt hier. Ja, cool. Ist mir gar nicht aufgefallen vorher. Hast du das vorher gesehen? Nee, oder? Ja. Echt, du hast es gesehen? Warum hast du es mir dann nicht gesagt? Das war da hinten. Ach so, nee, ich meinte hier die Kohle, nicht die da hinten. Die da hinten haben wir ja schon abgebaut. Die war da. Also hast du sie auch nicht gesehen? Auch nicht gesehen. Du bist doch kein Papagei. Du sollst mir nicht alles nachsagen. Aber wir gehen doch. Wir gehen erstmal hier runter zu der einen Höhle, wo wir das Eisen entdeckt hatten. Wo das Skelett vorhin noch gestanden hat. Das war, glaube ich, noch in der ersten Folge. Oh. Geronimo! Geschafft. Oh, guck mal, was da an Kohle gibt. Dort ist Eisen. Aber erstmal. Jetzt müssen wir uns jetzt hier ein paar Fackeln hin, damit keine bösen Monster auftauchen. Wenn wir schnell genug sind, haben wir die Fackeln gesetzt, bevor Monster spawnen konnten. Ach ja. Oh, das ist gefährlich. Und da kommt schon unser werter Freund, der Creeper. Creeper! Creeper! Egal. Fall runter. Fall runter. Das ist dumm, ich wollte ja zu dem Eisen. Na toll. Ja, wenigstens habe ich sie jetzt. Erstmal. Oh nein, die Schweine, die ich nachher eigentlich zur Aufzucht benutzen wollte und sich da verabschiedet. Sind die jetzt beide da unten? Ach, verdammt. Das ist wieder mal typisch. Das ist wie immer. Und wenn man Eisen abbaut, versucht sich einen Weg dahin zu finden. Und dann kommen die blöden Creeper und machen alles kaputt. Ja, ich wollte es aber gar nicht hören. Hast du dich jetzt erschreckt? Ja, da war die Biene. Ja, ich weiß. Das ist eine böse Spinne. Also hier scheint so eine Art Canyon noch zu sein. Ja, ja, komm ruhig hierher und fall in den Canyon. Ist okay. So gedacht, wenn ich den Boden unter den Füßen weghau. Aha, da ist nichts weiter. Okay. Wir müssen hier mehr ausleuchten, so wenigstens mal in diesen Höhleneingang relativ geschützt hinein können. Ohne dass uns immer gleich jemand. Da ist noch Eisen. Aber auch wieder auf der anderen Seite. Hier ist Eisen. Ich habe Eisen. Ah, was ist los? Was soll der Mist? Immer wenn ein Creeper hinter mir her ist.
So, jetzt warten wir wieder, bis er kommt. Und jetzt müssen wir was essen. Wir haben nur noch 3 Herzen. Du bist so still geworden. Tiny, was ist los? Sag doch was. Ich bin's, Tiny. Oh, ein Creeper. Hast du dich auch erschreckt, gell? Ja. Mal sehen, ob ich es mit der patentierten Creeper-Töten-Methode schaffe. Ah, danke, du Creeper, du. Die wilde Maus hat uns geholfen, den Creeper tot zu machen. Nein, das hat er schon selber geschafft. Oh, ist alles Ordnung. Naja, ein Glück. Jetzt haben wir wenigstens eine Fallgrube, in die Gegner reinfallen. Wilde Maus. Ach, da ist ja noch einer. Auf hier aufzutauchen. Mein Schwert ist bald kaputt. Na toll, das ist schon kaputt. Nie ohne ein Ersatzschwert weg, sagte mein Vater immer. Denke dran, Junge. Hab immer ein Ersatzschwert dabei. Damals. Den Bauern kriegen. Licht. Oder ist noch mehr Eisen? Hier ist richtig schön viel Eisen. Du, ich hoffe, du bist mir nicht böse, aber wir bauen jetzt hier das Eisen ab. Ach, super, wie schön. Wie viel Eisen wir hier finden. Direkt am Anfang. Wir müssen beobachten, ob es Nacht draußen ist. Ach, das ist ja herrlich hier. Hast du die Augen offen, falls Monster kommen? Ja. Dankeschön. Wenn du Monster siehst, darfst du es mir ruhig sagen, ja? Au! Au! Ganze Kies ein Zeug entgegen und dann komme ich wieder nicht ans Eisen dran. Habe ich mir doch gedacht. So. Ganz schön viel Kies. Und wir nehmen hier noch mehr Kies mit. Dann ist erstens der Weg frei und wir sehen das nächste Mal, wenn ein Creeper dahinter ist. Und zweitens wollen wir mit dem Kies schön irgendwas Tolles bauen. Nur was weiß ich noch nicht. Ah, da drüben ist noch Eisen. Da käme ich theoretisch hin. Praktisch haben wir ja jetzt Eisen. Und ich sollte mal welches in den Ofen schmeißen. Na? Damit wir nicht zu viel Risiko eingehen. So. Und die Sonne neigt sich schon wieder gen Nachmittag. In dieser Folge haben wir wenigstens mal was Sinnvolles noch. Ich dachte, ich hätte da gerade Kohle gesehen. Im Augenwinkel. Habe mich wohl geirrt. Haben wir wenigstens was Sinnvolles geschafft. Dann können wir nämlich die Schafe von der Wolle befreien. Ja. Ja, doch. Die Wolle. So. 24. Glassteine, das müsste erstmal... Du brauchst den kleinen Baum. Nein, ich brauche nicht den kleinen Baum. Ich brauche erstmal ein wenig Kohle. Und zwar langt mir erstmal 10.
So, alles unnötige wegräumen. Wir könnten jetzt auch selber schon Pfeile herstellen. Aber ich kann ja jetzt mit Shift das schnell reinmachen. Wir brauchen auch wieder neue Nahrung. Und vor allen Dingen bald meine neue Schaufel. Du brauchst noch deine Fenster. Das hält dir. Soll ich Fenster bauen? Ja. Hier in mein Erdhaus? Nein, ich wollte es dann im richtigen Haus bauen. Es ist schon wieder Nacht. Wir brauchen aber was zu essen noch. Ach, Vincent. Ist ja schon wieder ohne Schwert aus dem Haus gegangen. Das wäre natürlich töricht gewesen. Ohne Schwert ist gefährlich. Nein, ich baue mir ein Eisenschwert. Und dann mache ich auch gleich meine Scheren. So, 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 so. Wunderbar. Das klappt ja soweit alles ganz gut. So erschöpft. Haben wir so anstrengende Sachen heute gemacht. War doch heute nur in der Höhle. Wir brauchen Essen. Wir müssen gerade mal finden, ein paar Tiere, die wir schlachten können. Ein paar Hühner wären nicht schlecht. Na. Ich sehe jetzt aber gerade gar niemanden. Ich meine, zur Not esse ich auch Gammelfleisch, aber eigentlich hätte ich gern richtiges Fleisch gehabt. Was überlegst du gerade? Ja, sag ruhig. Wasser. Fällt jemanden. Oh, da hinten sind Spinnen. Schwein, komm her, liebes Schwein. Ich versuche mal auszuprobieren, dass uns der Skelett nicht sieht. Ich will nämlich ein paar Schweine schlachten. Die halten uns länger satt. Natürlich will ich auch die eine Spinne da versuchen noch zu bauen. Bleib hier. Was sind da drei Creeper? Guck dir das an, die Säue. Und einer hat ihn schon entdeckt. Schnell, wir schwimmen rüber. Da ist schon wieder einer hinter uns, ein Creeper. Ah, ich will nicht immer sterben. Lasst mich doch in Ruhe, ihr dummen Creeper. Danke, dass du mich so beruhigst. Das hilft ungemein. Deine mitfühlende Seite. Jetzt weiß ich, wo der Vorteil liegt, auf einem Berg zu bauen. Oh, ich habe ihn abgehängt. Aber die Spinne. Ich bräuchte eigentlich den Spinnenfarm. Wir wollen doch einen Boden bauen. Ich guck mal nicht, dass ich in der Höhle schon Spinnenfaden bekommen habe und das nur nicht realisiert habe. Nein, immer noch zwei Stück. Das ist das Auge von die Biene, die braucht das. Ja, ich weiß. Sie hat Hunger auf Fleisch. Es ist ganz egal, ob die Spinne das braucht oder nicht. Viel wichtiger ist, was wir brauchen. Und wir brauchen erstmal, dass wir am Leben bleiben. Und ich baue jetzt gerade mal ein paar Pfeile. Ah, toll, werfe ich es gerade weg. Was soll man denn sonst mit den Feuerstellen machen? Ja, ich weiß. Ein Feuerzeug, aber das brauchen wir ja nicht. Zumindest momentan. So. Schade. Schade. Wieder keine Spinne in unserer Nähe. Dabei hätte ich so gerne. Wir gucken nochmal oben auf den Berg. Und wenn wir da keine Spinne finden, dann legen wir uns ins Bett, legen uns schlafen und dann ist wieder Aufnahmeende.
Ja, wie denn? Was denn? Heute keine Widerworte von dir. Sonst beschwerst du dich doch. Ich hab gerade du bist schöner als du denkst. Schöner als du denkst? Ja. Boah. Sicher, dass du da nicht was verwechselst. Ich weiß, an welchen Film du anspielst. Siehst du, wie schnell die Gegner jetzt kaputt sind mit unserem neuen, schönen Schwert. Bitte. Ich mach Sachen hier. Hüpf einfach den Berg runter. Wir holen uns gerade mal Wolle, dann können wir nämlich... Nein! Ich hab mich verklickt, es tut mir leid. Ich wollte rechts klicken. Oh mein Gott, ich habe ein Schaf getötet. Naja gut, wächst nach. Holz. Oh, Holz. Ich weiß, das Holz hat wenig mit unseren gesuchten Spinnenfäden zu tun, aber Holz können wir auch immer gebrauchen. Nein, wieder keine Spinnen in unserer erreichbaren Nähe, ohne dass wir uns gegen eine Riesenhorde anderer Gegner durchsetzen müssten. Und das ist ja unsere Intention. Habe ich recht? Ja, dann noch ein Fein. Ja, den können wir nicht aufheben. Du weißt ja nicht mal, was Intention heißt. Sag doch nicht ja. Ich denke, du sollst hier runtergehen. Hast du dir schon gedacht, dass ich runter soll? Okay. Ja. Du musst manchmal ein bisschen lauter reden, wenn du so flüsterst. Siehst du, was ich sehe? Dass wir uns erstmal Fleisch holen, um uns zu heilen, um da die Spinnen kaputt zu hauen. Hast du sie gesehen? Ja. Ach, wunderbar. Lecker Schweinefleisch. Und wir lassen die anderen Sachen mal hier. So, das. So. Lass sie nicht weg sein. Oh, sehr schön. Pieper in der Nähe. Der ist weiter weg, gut. Hey, ich bin nicht. Wunderbar. Tap! Er hat keinen Spinnfaden da gelassen, nichts. Tap! Ach, sehr schön. Tap! Hast du es gesehen? Ja! Sie hat Tappen gemacht. Ja, die... Das meinte ich aber nicht. Ich meinte den Spinnenfaden, den wir aufgesammelt haben. Wir bauen jetzt noch einen Bogen und dann können wir uns viel besser gegen Monster verteidigen. Na, rein da. Och, wunderbar. Super. Ach, jetzt bin ich echt erleichtert. So, und als nächstes suchen wir uns einen schönen Platz, um ein tolles Haus zu bauen. Was denn? Hatten wir doch schon einen Spinnen. Ach nein, wir haben eben zwei bekommen. Vergiss es. Papa war gerade etwas verwirrt. Sehr gut. Dann legen wir uns gerade jetzt nochmal schlafen und dann ist die Aufnahme auch schon zu Ende. Erfolgreich natürlich. Okay, gut. Also dann vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge.